Kannst du bitte PSG-Trikots teilen? Deswegen bin ich gerade am Flughafen. Es ist 5 Uhr morgens und wir gehen das direkt an der Quelle holen. Der Flug war echt sehr entspannt, Leute. Und dann haben wir in unsere Airbnb eingecheckt. Die ist wirklich riesig und sieht richtig, richtig schön aus. Und hier für euch nochmal ein Fitcheck heute auf Partnerlook angelehnt. Dann ging es an den Eiffelturm vorbei zum Paris Saint-Germain Stadion. Ich war so aufgeregt, Leute. Jedes Mal, wenn ich in einem Stadion stehe, Gänsehaut. Pur. Jedes Mal, wenn ich in ein Stadion bin, macht jemand den Rasen, machen die den irgendwie jeden Tag. Und dann ging es für uns durch den Pressetunnel und dann zu dem Presseraum, wo wir eine Debatte hatten, ob Mbappé in Real Madrid passt oder nicht. Und ich bin der Meinung, er passt. Hier ist das älteste Trikot von PSG von 1970 und bei der Spielerkabine habe ich mich bei dem teuersten Trikot von PSG hingesetzt. Eine kurze Aufwärmerunde, bevor man rausläuft aufs Feld. Und dann ging es für uns weiter zum Fanshop, wo ich mir die ganzen Trikots angeguckt habe. Diese neuen weißen Auswärtstrikots sehen echt nice aus und ich nehme natürlich wieder hier 2 mit. Eins für mich und eins für euch. Und alles, was ihr tun müsst, ist dieses Video speichern, liken, einen Kommentar schreiben mit euren Instagram-Namen. Die Trikots sind mit der Nummer 7 und Mbappé. Schreibt in den Kommentaren, was denkt ihr, habe ich geholt und das Outfit damit und auch mit den anderen Trikots, die noch fehlen, kommen in den nächsten Tagen. Peace!